Wenn der liebe Gott Beachvolleyball-Fan wäre, wäre sie wahrscheinlich seine allergrößte Schöpfung. Die Rede ist von keiner geringeren als unserer Olympiasiegerin Laura Ludwig. Moin. Moin, Laura. Ja, pass mal auf, es geht noch weiter. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Gerne. Dass wir hier einmal sozusagen in dein Privatleben reinschauen dürfen. Wo erwischen wir dich gerade? Ja, ich sitze auf dem Bett, habe mir gerade ein Käsebrot reingehauen und freue mich, dass ich mit dir reden quatschen kann. Ja, sehr gut. Wir steigen direkt ein, nämlich mit der Kategorie Das bin ich. Wir sind sehr gespannt, dich ein wenig mehr und besser kennenzulernen und fragen, du hast gerade gesagt, du hast dir gerade ein Käsebrot gemacht. Ist das auch das, was du brauchst, wenn du morgens aufstehst, oder gibt es dann erstmal eine Ladung Koffein? Tatsächlich trinke ich ganz gerne Kaffee und das ist morgens auf jeden Fall mehr oder weniger auch zum Ritual geworden, dass man genau, Mann, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen, ich hätte auch gerne eine Tasse Kaffee, wobei heute waren es schon 3 und ja, da gibt es ja immer mal die Phase, dass man das minimieren will, aber das habe ich jetzt auch erledigt und morgens esse ich eigentlich gerne Porridge, das ist auch so fast ein Muss geworden mit allem drum und dran und eher mal weniger das Brot eigentlich. Okay, und wird das dann vom Mann serviert, frisch ans Bett, oder wie läuft das? Ich weiß nicht, wie bei dir das läuft, also dann bist du auf jeden Fall ein Vorzeigemann, aber bei uns nicht. Ich kriege hin und wieder mal meinen Kaffee ans Bett, weil ich irgendwie mit Theo die Nacht durchmachen musste, aber sonst nicht, ne. Ja. Wenn du mal nach Hause fährst und für dich gekocht wird, was ist so das Lieblingsessen, was dich an Kindheitszeiten erinnert? Boah, ich habe früher total gerne Milchreis oder Grießbreisel gegessen mit Zimt und Zucker und Apfelmus mit allem drum und dran. Bis es braun wird. Was? Ja, immer bis es braun wird und der Zucker knackt. Das war so lecker. Wirklich. Und vor allem, wenn man ja oben die Schicht dann immer abnimmt, muss ja immer wieder neue Zucker und Salz drauf. Also das Zucker und Zimt drauf, sonst schmeckt das nicht. Sehr gut. Ich meine, du bist ja doch sehr talentiert in dem, was du da tust. Jetzt könnte es ja oder hätte es passieren können, dass du keine Sportlerin wirst. Was wärst du denn geworden? Jetzt abgesehen von Schwimmerin oder Fußballerin, du hättest ja wahrscheinlich in ein, zwei Dingen ganz gut werden können. Was war das Kindheitstraum? Oh, ja, ich hatte nie wirklich einen Kindheitstraum. Ich glaube, ich wollte auch wirklich nie arbeiten eigentlich. Das ist ganz gut gelaufen. Aber ich hätte auf jeden Fall irgendwas mit Menschen garantiert zu tun gehabt, oder die ich voll quatschen kann. Also vielleicht auch Kellnerin. Also ich glaube, das würde ich echt ganz gut können. Ich habe leider nie in meinem Leben gekellnert, aber irgendwie stelle ich mir das manchmal ganz witzig vor. Und aber auf jeden Fall mit Menschen. Okay. Vielleicht war das ja schon eine Bewerbung, wer weiß. Ich meine, so wie du drauf bist, kannst du wahrscheinlich noch 20 Jahre Beachvolleyball spielen, aber wer weiß. Ja. Jeder Mensch hat seltsame Angewohnheiten. Da ich jetzt in der Rolle des Interviewers bin, muss ich meine nicht preisgeben, du aber leider schon. Was könntest du uns denn da verraten? Also gibt es irgendwas, was zum Beispiel jetzt deine Eltern oder Maggie oder dein Mann sagen würde, Mensch, das ist an Laura irgendwie ein bisschen komisch, außergewöhnlich, strange? Also ich weiß, es gibt wahrscheinlich eine größere Sache, also es muss echt immer nach meiner Nase laufen und ich kann echt zickig werden, wenn es nicht nach meiner Nase läuft und ich bin so ein kleiner Control-Freak, was das angeht und da kann ich auch ganz schön kratzig werden, wenn ich ein Time-Schedule habe, also mir einen Time im Tag vorstelle und es läuft dann nicht so, wie es ist, also gerade was mit Losgehen, Anziehen und so zu tun hat und ich habe schon Theo fertig und Morf sitzt immer da noch und ich muss auf ihn warten, dann kriege ich so einen Hals. Und obwohl wir überhaupt gar keinen Zeitdruck haben oder so, aber irgendwie ist das in meinem Kopf und ja, dann bin ich echt unangenehm teilweise. Das weiß ich auch selber, aber irgendwie kriege ich das nicht weg. Ja, die guten Seiten scheinen ja zu überwiegen. Ja? Von daher kein Problem. Man muss sagen, als ich die Frage mir überlegt habe, habe ich gedacht, Mensch, kann ich sie ihr überhaupt stellen? Nämlich, du bist ja eher so der Sonnenschein und gut drauf, aber vielleicht kann Laura Ludwig auch mal schlechte Laune haben. Also einfach mies gelaunt sein, einen falschen Fuß aufstehen. Wenn du merkst, du bist schlecht gelaunt, was machst du dann? Annette anrufen. Annette, unsere Psychologin anrufen. Ich bin froh, dass ich die jetzt kenne und mit ihr auch ganz lange schon arbeite, aber ja gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sind schon ein paar Geschichten mit der wo ich von ihr auch auf jeden Fall gelernt habe, aber es sind wirklich Sachen, Kleinigkeiten wie Atmen oder bis 10 zählen oder
dann irgendwie auch mal rausgehen aus der Situation, wo ich gerade bin. Also es können, also viele kennen mich wirklich als Sonnenschein, aber ich kann wirklich auch echt sehr ernst sein und sehr kratzbürstig. Liegt wahrscheinlich einfach auch in der Natur der Frau. Ich weiß nicht, jetzt rede ich ja mit einem Mann, aber ich gehe davon aus, dass du nickst schon. Ja. Aber irgendwie hilft mir da auf jeden Fall atmen oder mal zählen, bis 10 zählen, ja. Okay. Laura, ich danke dir ganz herzlich. Das war Das bin ich mit unserer Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen weiterreden. Laura Ludwig, Grüße gehen raus ins wahrscheinlich regnerische Hamburg. Ich habe keine Ahnung. Geht. Ist ja, Sport, und die Sonne wird bald rauskommen. Ich sehe sie schon kitzeln, ne, an den Wolken. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bald alles Gute und ja, haltet die Ohren steif da oben. Ciao. Ciao, ciao.